Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer Retro-Runde am Sonntag. Und ihr seht schon, der absolute Gameboy-Kult-Hit Super Mario Land, was ich ja vor einigen Jahren schon mal gespielt habe. Aber das ist ein Spiel, das muss ich alle paar Jahre mal in die Hand nehmen und durchzocken. Und damit es nicht so einfach wird, weil das Spiel ist ja relativ einfach, habe ich mir vorgenommen, in jedem Level sowohl in den oberen Eingang am Levelende zu kommen, um das Bonusspiel zu kriegen, und auch, das ist das besonders Schwere, kein einziges Leben zu verlieren. Ob mir das gelingt? Ja, ich weiß, ihr habt Zweifel und ihr habt zu Recht Zweifel. Wenn ich allein schon dieses Level sehe, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ah, Freunde, wir starten. Also, ich hatte früher mal den Skill, um das zu schaffen. Das waren allerdings Zeiten, wo ich dieses Spiel nahezu jeden Tag gespielt habe. Und, naja, mal gucken. Seit meinem damaligen Let's Play, das war im Jahr 2010, habe ich das Spiel auch nicht mehr in den Händen gehabt. Umso schwerer wird's. So, ich habe mir vorgenommen, nicht in die Röhren zu gehen, denn Münzen brauche ich sowieso nicht, da ich ja kein Leben verlieren werde. ja, ich weiß, der war gut. So. Und nebenbei gibt's ein paar Informationen zum Spiel, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, ich habe mir ein kleines Skript gemacht, ausnahmsweise mal. Das mache ich mir normal nie. Aber das ist nur, falls mir nichts mehr einfällt und ich irgendwas reden muss. Und das sollte ich am besten in den ersten Levels machen, weil die sind noch leicht. So. Erster oberer Eingang ist geschafft. Ja, mit den oberen Eingängen, das könnte man ja zur Not noch schaffen. Aber kein Leben zu verlieren. Huiuiui. So, erstes Bonusspiel. Hole ich mir gleich mal 3 Leben. Das schaffe ich tatsächlich. Boah. Liebe Leute. So. In diesem Spiel, falls es irgendjemand auf diesem Planeten gibt, der es noch nicht kennen sollte, ja, wir sind hier im Sarasa-Land. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Und die Außerirdischen sind über dieses Land hergefallen. Deswegen sieht man hier auch Gegner, die man sonst in keinem anderen Mario-Spiel mehr zu Gesicht bekommt. Das hier ist zum Beispiel nicht Goomba und das da oben ist auch kein Koopa. Das sind alles solche, ja, Alien-Viecher. Das Spiel ist auch nicht von Shigeru Miyamoto entwickelt, sondern von Gunpei Yokoi, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Und die Steuerung, die ist halt ziemlich schwammig. Das hat man dem Spiel auch immer vorgeworfen, deswegen hat es zum Teil auch schlechte Kritiken damals bekommen. Aber allein der Nostalgiefaktor, der heute dazu kommt, macht das Spiel zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte. Zumindest meiner Meinung nach. So, ja. Diese Plattformstellen, die habe ich immer gehasst und ich hasse sie irgendwie heute noch. So, gucken, ob ich das noch kann. Huhu! Yeah! Sniper Duddle hat wieder zugeschlagen. Genial! Hep. Okay. Bisher alles noch im grünen Bereich, alle oberen Eingänge erreicht und noch kein Leben verloren. Ach, ich freue mich. Außerdem habe ich mir vorgenommen, unter einer halben Stunde zu bleiben mit diesem Video. Also das ganze Spiel, alle 4 Welten durchzuspielen. Das war nix. Ja, wir sind, wie gesagt, im Sarasa-Land. Das besteht aus 4 Königreichen. Hier sind wir im ersten, das heißt Birabuto. Und auch die Gegner haben alle japanische Namen. Die hat man also glücklicherweise diesmal nicht eingedeutscht, wie in Super Mario Bros. So, oder eingeenglischt, wie auch immer. Bam. Bam. Ja, ich wollte sagen, viele haben dem Spiel vorgeworfen, die Objekte sind zu klein, die Steuerung ist sehr schwammig und man muss genau zielen. Aber das macht gleichzeitig auch die Schwierigkeit des Spiels aus. Und ansonsten wäre es noch einfacher, als es eigentlich ohnehin schon ist. Ich sag mal nicht, es ist einfach, das Ganze mit einem Leben durchzuspielen, was ich mir vorgenommen habe. Aber ansonsten, wir kriegen so viele Extra-Leben, dass es kein Problem ist, selbst für Anfänger das Spiel durchzubekommen. Deswegen musste irgendeine Herausforderung für mich her. Und die habe ich mir jetzt gesetzt. Unter einer halben Stunde bleiben, jeden oberen Eingang zu erwischen und kein Leben zu verlieren. Nicht schlecht, was? So, das ist der erste Boss, der heißt, beziehungsweise der hieß Totomesu. Also nicht Mesut Özil, aber ja, Totomesu ist tot. Ruhe er in Frieden. Ja, die Außerirdischen haben das Königreich in ihre Gewalt genommen und dazu noch Prinzessin Daisy entführt, fällt mir gerade erst ein, denn hier sehen wir sie. Auch wenn sie aussieht, als wäre sie mit ihrem Gesicht in ein Waffeleisen gekommen, so ein bisschen platt, aber egal. Denn es ist sie ja gar nicht, es ist ein fieses Alien.
was sich gemeinerweise als Daisy getarnt hat. Und Mario steht wieder dumm da und guckt aus der Wäsche, wie immer eigentlich. So, komm, 3 Leben jetzt. Oh Mann, blöde Leiter. Spielverderber, du. So, wir kommen in das zweite Königreich mit dem Namen Muda. Was auch zugleich meine Lieblingsmusik ist im Spiel. Ach, da werde ich immer sentimental, wenn ich die höre. Ich weiß nicht warum. Gute alte Zeit. Ach, herrlich. Auch wenn hier manchmal Fischskelette an die Füße springen. So. Hep, blep. Okay. Da ist ein Stern drin. Ich weiß das noch alles. Sowas merkt man sich wirklich ein Leben lang. Wo irgendwelche Items sind, aber es ist ja kein Wunder. Ich habe das Spiel, glaube ich, hunderte, wenn nicht sogar tausende Mal durchgespielt. Kann man gar nicht mehr zählen irgendwann. Und dementsprechend kenne ich mich da aus. Auch wenn man sich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen muss nach so vielen Jahren. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Oder? Was denkt ihr? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Oh, das war schon mal knapp. Was meine Nebenwette eingeht mit den oberen Eisengängen, wäre ja peinlich, gleich hier in Welt 2 zu failen. Und 3. Yes! Diesmal war die Leiter nützlich! Nicht, dass ich die Leben bräuchte, aber vielleicht kann ich mein Konto auch noch ein bisschen schön auffüllen. Ein bisschen angeben damit. So, hier ist das UFO, mit dem die ganzen Aliens hier im Königreich eingekehrt sind. Und jetzt hier eine wilde Alien-Party feiern. What? Ah, ich mag die Ballerkugeln mag ich nicht so in diesem Spiel. Weil die spielen gerne mal ihr eigenes Spiel. Genau wie die Plattform. Wah! So, ein fieser Roboter. Tot. So, hier unten war ein Trick. Nämlich den hier. Aber den können wir nur nutzen, wenn wir klein sind. Ja, der Daddel, was der alles weiß über dieses Spiel. Irre. Ja, trotzdem ist er schlecht. ja, das war damals mein zweites Gameboy-Spiel nach Tetris, also eigentlich mein erstes, was ich gekauft habe, für 49,95 damals. D-Mark, wohlgemerkt. Das war so die erste Serie an Gameboy-Spielen, die damals erschien. Da gab es noch Alloway und Tennis. Ich glaube, Dr. Mario gehörte auch noch zu dieser ersten Serie. Und die haben alle relativ wenig gekostet, nämlich meistens 49,95. Erst als der Game Boy so unglaublich erfolgreich wurde, hat man dann die Spielpreise erhöht auf 69,95, was dann Super Mario Land 2 gekostet hat, was aber auch nicht schlimm war, denn es war ja wesentlich größer als das hier. Also das Spiel geht locker 5-mal so lang wie Super Mario Land 1. So. Bleib. Oh, danke, liebe Leiter. Ich liebe dich! Wir kommen auch schon ins letzte Level von Welt Nummer 2. Die Unterwasserwelt war damals eins meiner Lieblingslevels. Weil es einfach das erste und einzige Mal ist, bis heute, dass Mario ein U-Boot steuert. Sonst ist er ja immer selber abgetaucht. Also das Spiel weicht so sehr vom Schema der übrigen Mario-Spiele ab. Was ich gar nicht schlecht finde. Es macht es zu einem, ja, Individuum im Super Mario-Universum. Das habe ich jetzt aber schön gesagt, hä? Als hätte ich es mir aufgeschrieben. Habe ich aber nicht. So. Och ja. Achtung, Tintenfische mit Vorsicht zu genießen. So. Pilz! Feuerblume brauche ich ja hier nicht, denn das U-Boot schießt standardmäßig oder serienmäßig. Zicke, zicke. Ich weiß, ich müsste sie nicht abschießen, aber sie geben 800 Punkte. Ich bin so punktegeil. Nö. Der Endboss hier, den wir gleich sehen, hat den Namen Dragon Zamasu. Jetzt habe ich auf meinen Zettel geguckt, um den Namen ablesen zu können und bin natürlich voll in den Gegner rein. Ich bin so blöd. Naja. Ich möchte kein Leben, ich hätte gern einen Pilz. Einen Pilz. Dankeschön. Komm zu Papa. So, der ist schon ein bisschen fieser. Aber immer noch kein Problem für unseren Lieblingsklempner.
Lalala. Perfekt. So, ich habe damit gerechnet, also bis zu diesem Level kein Leben zu verlieren. Denn ja, jetzt sind wir gerade, jetzt haben wir quasi Halbzeit. Jetzt kommen gleich die richtig fiesen Levels. Dann muss ich mich ganz schön am Riemen reißen. Aber zuerst Pfannkuchengesicht Daisy, die sich diesmal in einen Oktopus verwandelt. Mario wird von vorne bis hinten verarscht, von allen und jedem. Dass der sich das gefallen lässt, mein Gott. Naja, mit den Klempnern kann man es ja machen, ne? Dankeschön. Wow, 20. Mal gucken, ob ich die 30 Leben noch voll bekomme bis zum Ende. So, drittes Königreich, Easton. Passend, ne? Easton, Osterinsel. Dort stehen ja diese berühmten Statuen. So, blöpp. Da haben wir auch schon wieder eine Blume. Wunderbar. So. Hau ab da. Eine der wenigen Gegner, die auch in anderen Mario-Spielen vorkommen, diese Kanonen. So, und diese komische Stubenfliege, wie ich sie früher immer genannt habe. Sieht aus wie so ein indianisches Kultheiligtum, was auch immer. So. Oh Gott. Das sind so Stellen, da kriege ich immer so ein bisschen Angst. Stirb schon, Käfer! Danke. So, das ist das Schöne an diesem Schuss. Hilfe! Ich werde beschossen hier! Okay. Das ist ein sehr langes Level. Ich glaube, das ist sogar das längste Level im Spiel. So, hier der Turbo-Typ. Der Turbo-Typ. Und die Stubenfliege. Verschwinde! Würdest du aber mal aufhören, mich zu verfolgen hier? Bitteschön! Weg mit dir. Dann kommt gleich die nächste angeflattert. Stirb. Und du auch. Du auch. Diese Plattformen sind sehr tückisch. Man weiß nie, wann die ihre Richtung ändern. Sollte man also langsam angehen, das Ganze. Achtung, jetzt kommen hier drei von diesen Turbo-Typis. So, hier wäre jetzt auch wieder eine Röhre mit sehr vielen Münzen, aber da ich die Röhre nicht benutze, um Zeit ein bisschen zu sparen, lassen wir es gut sein. So. Das war relativ easy hier mit den Steinen. Empfand ich zumindest nie als besonders schwierig. So. Erscheinungstermine habe ich noch gar nicht erwähnt, habe ich mir extra aufgeschrieben. In Japan kam das Spiel am 21. April 89 raus. Und hier in Deutschland am 28. September 1990. Oh Gott. Und das Spiel ist bis heute das dritthäufigst downgeloadete Spiel für Virtual Console. Muss man sich mal vorstellen. Also Nintendo verdient sich heute noch eine goldene Nase damit. Vielen Dank. Komm, oberer Eingang. Oberer Eingang. So. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe hier mit den Erscheinungstermin. Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich vorhin schon mal 5 Minuten aufgenommen, aber da gab es irgendwie technische Probleme. Deswegen musste ich leider nochmal von vorne anfangen. Mit technischen Problemen meine ich bin gestorben. Aber direkt im zweiten Level, da habe ich gedacht, na gut, dann machen wir es nochmal. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, werde ich den Teufel tun, dann ist es halt so, dann bin ich halt tot. Dann habe ich mich halt blamiert. Dann habe ich mich mal wieder maßlos überschätzt, wie so oft. Okay. So, hier die lustige Spinnenhöhle. So, weg da, Tarantel. Endlich mal wieder ein Pilz, wollte der Herr Daddel gerade sagen. Aber er ist zu blöd, ihn einzusammeln. Oh Mann. Ausgerechnet an diesen verdammten Stellen hier. Komm runter. Ich meine, an Power-Ups mangelt es in diesem Spiel ja eigentlich nicht. Aber wenn ich so blöd bin, sie einzusammeln, dann... kann ich es auch nicht ändern. Stirb, du Mistvieh. Bam. Bitte ein Power-Up. So, ich glaube, hier passiert jetzt was. Ja, es passiert was. Hilfe. Ich krieg schweißnasse Hände.
Mein Leben hängt am, Achtung Wortspiel, seidenen Faden, ne? Versteht ihr? Spinnen, Seiden, Faden. Okay, ich weiß, der war schlecht. So, weg da. So, jetzt kommt hier eine Kanöne. Kanone. Kanöne. Eine Kanone kommt jetzt hier. So, endlich wieder mal ein Power-Up. Mein Gott. Meine Nerven. So. Weg da. Pfui, Spinne. Juhu. So, hier wurde ich immer sehr schwindelig von diesem verrückten Hintergrund. Der macht mich ziemlich kirre. Nichts für Epileptiker. Vorsicht. Weg da, ihr zwei. Wow, Hilfe! Je weiter das Spiel voranschreitet, umso nervöser werde ich. Ihr merkt, ich werde ein bisschen ruhiger, weil ich mich jetzt langsam ein bisschen konzentrieren muss. Hep, und jetzt. Ding, ding, yes! Ach ja, dass ich das noch kann, wundert mich, glaube ich, selbst am meisten. So, blub, 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 bam. Ja, super. So wird das nichts mit den 30 Leben. Hirtoddl. So, wir sind im letzten Level des Königreichs Easton. Und das ist ein richtig fieses Level. Mit vielen Abgründen, vielen fiesen Plattformen und richtig viel gemeiner Scheiße. Das fand ich persönlich als eines der schwersten Level im ganzen Spiel. Ich krieg Angst. Mann! Hep! Stirb! So, da war jetzt ein versteckter Block, aber den lasse ich mal gut sein. Brauche ich nicht. So, da war auch irgendwas. Ein Leben! Och, wie hübsch. Hey! Spinnen! Och, jetzt bitte! Ich mag euch nicht, deswegen, ich hasse Spinnen. Spinnen sind, pfui. Pfui, bäh, eh. Pfui, bäh, ekelhaft. So. Jetzt! So, hier war auch ein Block. Und jetzt kommt eine richtig fiese Stelle. Die habe ich schon immer gehasst. Und ich hasse sie heute noch. So, jetzt warte ich mal lieber. Ich hab ja Zeit. Und runter! Gut. So, och, was machst denn du hier? Bist denn du hier reingekommen und du auch? Boah, komm. So, ein Block. Ich glaube, hier war ein Power-Up. Ja, aber ich warte. So, jetzt kommt hier gleich der Endboss mit dem Namen. Lasst mich mal schauen. Hi-oi-hoi! Ja, der heißt wirklich Hi-oi-hoi. Hoi-oi-hoi! Aber ich kann ihn nicht abschießen, weil ich keine Blume habe. Ich bin so schlecht. Ich weiß. Ah, komm, durch! Nicht Pause! Komm ihm auf den Pause-Knopf hier. Das war knäpplich eben. Mann, Mann, Mann! Ganze dritte Welt geschafft, ohne ein Leben zu verlieren. Und jeden oberen Eingang bisher getroffen. Und bisher auch noch und weit unter einer halben Stunde. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, ja, das könnte man schaffen. So. Jetzt versuche ich gleich mal mir eine Blume hier zu holen im Bonusspiel. Und. Yes! Ist mir wichtiger als 30 Leben. So, ich glaube, hier gab es einen Bonusraum. Nicht? Doch? Ja. Ich dachte, das wäre der Bonusraum mit diesen saumäßig vielen Münzen. Da gibt es zwei Stück im Spiel, aber das war er noch gar nicht. Der kommt, glaube ich, erst im Level 4.2. Egal! Ach, ich liebe diese Musik. So, denn hier nicht schießen zu können, ist verdammt fies. Und hier gibt es auch neue Gegner. Hier, Chi-Oi-Hoi, hier, oder wie ich die früher mal genannt habe, hier, die Ching-Chang-Chong-Hexe. Die immer wieder aufsteht, wenn wir auf sie springen. Und nur durch Feuerkugeln zu besiegen ist. Bitsch. Schwinde! Chi-oi-hoi! Ja, das Königreich heißt übrigens Chai. Passend, was? Chai! Oh Mann! Achtung, du stehst gleich wieder auf, ich weiß, ja. Ich hab voll Schiss! Weil bisher noch alles so gut läuft. Deswegen müssen wir konzentriert bleiben. Normal ist das Spiel ja von der Spannung her erträglich, sage ich mal so. Aber wenn man sich die Challenge mal selbst setzt, kein Leben zu verlieren, ne?
dann, Freunde, ist das schon... Da kann man da ungeahnte Spannung reinbringen. Selbst in dieses alte Spiel noch. So. Ich glaube, da oben war ein Stern drin. Wäre schön gewesen. Den will ich haben. Ich will. Dankeschön. Denn den brauchen wir dringend. Hier kommen nämlich sehr viele Gegner gleich. Auch wenn mich Marios Geblinke hier auf diesen Abgrunddingern da ziemlich kirre macht. So, dim. Und hep mir! Auch wieder eine Stelle, die ich so liebe. Oh Gott. Ja, dankeschön. Schon wieder Ching Chang Chong hier. Verschwinde. Lauter Asiaten hier. Wo kommen die denn hierher? Alien-Asiaten. Von welchem Planeten kommen die? Aus der... Upsala, aus der Glückskeks-Galaxie wahrscheinlich. Oh, Hilfe, Ballerkanonen. Okay. Und... Nicht abstürzen! Verdammt! Und... Hört mal auf hier. 2000 Punkte, habt ihr das gesehen, ey. Trotzdem, hier, halben Herzschlag bekommen. So, schwindet. What the, Boah, was eine Reaktion! Was ist denn mit mir los? Seit wann spiele ich denn so gut? Hiha! Ui, Freunde! Mir wird Angst und Bange. Das sollte ich doch nicht wirklich schaffen. Und die 30 Leben haben wir auch geschafft. Ba-ba-ba-da-ba-da. Ich freue mich. So, Level 2. Sehr fies. Wenn auch nicht das Fieseste aus der Welt, fand ich jetzt hier Level 1 schwerer. Mit den vielen Abgründen. Und da halt die Steuerung relativ unpräzise ist in diesem Spiel, ne? Sind Abgründe mittlerweile, oder mit, das Gefährlichste im Spiel. So, hier ist, glaube ich, dieser Superraum. Genau. Mal wollte ich in die Münzenräume nicht rein, aber nur mal zum Zeigen. So. Ah, Schlange! Schlangenbrut! Verschwinde! So, Herr Daddel geht oben lang. Warum? Weil er Angst hat, unten lang zu gehen. Deswegen. So, schön. Ich glaub, ich schaff es, das Spiel ohne Fail zu schaffen. Denn ich bin ja so gut, ich bin absolut gut. Naja, okay. Das war ironisch gemeint. Nicht, dass es jetzt wieder heißt, was bin ich für ein arroganter Sack. So. Das waren Stellen, die waren mit Vorsicht zu genießen. Uah, das war knapp. Andere Spiele hätten mich jetzt hier auflaufen lassen. Weil ich nicht pixelgenau gesprungen bin. Zum Glück ist das Spiel nicht so ganz unfair. Nee, den will ich nicht. Denn es hat mich immer verrückt gemacht, hier mit als blinkender Mario drüber zu springen. Und so viele Gegner sind ja hier nicht. Oh, Leute, meine Nerven. Und hepp. Und hey, stimmt, da war ja mal was. Den habe ich nicht mehr im Gedächtnis gehabt. So, hier ist nochmal ein super Raum. Oh, jetzt bin ich gerade vor diesem Ding noch ausgewichen. Flucht in die Röhre, mein Gott. Das Schöne ist, wenn wir wieder rauskommen, sind alle Gegner weg. Zumindest im Bildschirm. So. Hep. Hop. Oh. Und so. Rennen. Schießen. Springen. Ab. Vorsicht. Keinen Stress. Wir haben noch viel Zeit. Und. So, das ist jetzt der letzte Ausgang mit Bonusspiel. Wenn ich den noch schaffe, habe ich diese Wette schon mal bestanden. Vorsicht. Nein! Keine Chance mehr hochzukommen. Ach, ich hätte jetzt so angeben können. Ich bin so gut, hätte ich sagen können. Ich bin der beste Super Mario Land Player aller Zeiten. Scheiße war's. Diesen Wette... Oh, vor allem im letzten. Im letzten. Ja, danke. Jetzt noch ein Leben verlieren. Dann würde ich hier wirklich... Nein! Macht mich hier nicht fertig jetzt. Alter Schwede.
Ich flieg hier rum wie ein aufgescheuchtes Hühnchen, weil ich Angst habe, jetzt hier im letzten Level, ne? Voll zu failen. Na, komm her! Boah, das ist so gemein. Es ist so unfassbar fies. Ja, ne. Ich sollte nicht so viel schießen. Ah, verschwinde. Ah, diese blöden Hühnchen hasse ich so. Weil die immer so... Komm her! Yeah! Jetzt wird hier mal ein bisschen aufgeräumt. Schabadabadabadabada. Und alle! Hey! Komm, Pilz. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott! Muss ich hier nochmal Todesängste ausstehen jetzt im letzten Level? Ich habe die schwersten Level ohne Probleme hinter mich bekommen. Jetzt fange ich hier an zu schwächeln. Auf der Zielgerade. Wie peinlich. Kann doch nicht sein. Genau, ich bin die Nummer 1. In Frankfurt und in Mainz. So. Du. Schabababababa. 34 Leben, auch nicht schlecht. Und so. Hier unten bleiben. War da noch was? Nö, ein doofer Pilz. So. Zwei Fäuste für ein Halleluja. Okay. Und da ist Biokinton, die hühnchenspuckende, fiese Wolke. Oh, Vorsicht. Stirb. Dankeschön. Und hier ist der Endboss himself, Tatanga. Ihn sehen wir auch nur zweimal bei Super Mario Spielen, nämlich im zweiten Teil nochmal, Super Mario Land 2, als Endboss der Sternenwelt. Oh, klein gegangen, verdammt, bitte nicht. Ah, Dramatik pur hier. Stirb. Gut so. Meine Nerven. Dass ich bei dem Spiel nochmal so viele Nerven lassen muss. Oh, Daisy. Thank you, Mario. So, Pfannkuchengesicht ist befreit und jetzt geht's auf Hochzeitsreise. Denn your quest is over. Ab geht's ins fliegende Zäpfchen. Ich guck mal geschwind, wie lange ich schon aufnehme. Wow! Ich hab's geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben. Hallöchen! Fantastisch. Okay. Zwei meiner drei Ziele habe ich erreicht. Kein Leben zu verlieren. Unter einer halben Stunde zu bleiben. Leider hat's nicht geklappt mit jedem oberen Eingang. Kurz vorm Ziel. Gefailt. Egal. Mein Primärziel ist erreicht. Ach ja. Schön, das mal wieder gespielt zu haben. Es ist wirklich, ja, seit meinem ersten Let's Play habe ich es nicht mehr gespielt. Das ist jetzt schon stolze 4 Jahre her. Über 4 Jahre. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Und, wenn ihr wollt, kann ich auch noch weitere Gameboy-Spiele Let's Playen oder Re-Let's Playen, die ich von damals habe. Das waren halt die Titel, die ich selber noch besitze. Aus meiner frühesten Kindheit, wie Tiny Toons, Bugs Bunny, Fortress of Fear. Wenn ihr eins davon nochmal sehen wollt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Und welches natürlich. Und dann überlege ich mir das nochmal. Denn heute habe ich natürlich bessere Möglichkeiten, was Tonqualität und Technik betrifft, als damals. Und wäre doch schön, das nochmal in schöner Qualität hier zu produzieren. Das habe ich jetzt wieder schön gesagt. So, the end. Ach, wie schön. Ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.